Wenn man heute rausgeht, sieht man keine Roboter. Sie haben eigentlich noch nicht ihren Weg geschafft in unsere Welt. Sie bewegen sich in Welten, die für die Roboter geschaffen wurden. Der nächste Schritt ist wirklich, die Robotik auf unsere Straße zu bekommen, in unsere Krankenhäuser, zu uns nach Hause. Mein Name ist Angela Schöllig. Ich forsche im Bereich Robotik und maschinelles Lernen. Über 9 Jahre war Toronto das Zuhause für Angela Schöllig. Hier hat sie sich den Ruf als Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der Sicherheit lernender Systeme erarbeitet. Jetzt will sie die Forschung zur Robotik auf das nächste Level heben. Die große Herausforderung ist, die künstliche Intelligenz, die zurzeit schon komplexe, aber virtuelle Aufgaben lösen kann, mit der Robotik zusammenzubringen, die im Moment noch relativ simple, aber dafür physische Aufgaben ausführen kann. Und so eigentlich intelligente Robotik zu schaffen, die komplexe Aufgaben in der realen Welt ausführen kann. Das Team von Angela Schöllig arbeitet an der Schnittstelle zwischen Robotik, maschinellem Lernen und Regelungstechnik. Von der Entwicklung grundlegender Lernalgorithmen hin zu realen Anwendungen begleitet das Team jeden Arbeitsschritt. Die Robotik ist sehr vielfältig, das ist sehr wichtig in vielen Branchen der Industrie, von der Automobilindustrie zu allgemein der Transportindustrie, aber auch die industrielle Fertigung. Und all diese Bereiche können von intelligenter Robotik profitieren. Das Ziel ist es, Maschinen mit neuen Algorithmen auszustatten. Sie sollen aus Erfahrungen lernen, um sich autonom an ihre Umgebung anpassen und komplexe Aufgaben bewältigen zu können. Auf der Straße oder in der Luft. Die meisten Drohnen basieren auf GPS. Wenn aber GPS ausfällt, hat man keine Garantie mehr, dass sie sicher landen können oder sicher weiterfliegen. Wir versuchen, dass die Drohne ihr eigenes Kamerabild verwendet, um sich zu positionieren und zu wissen, wo sie ist und ihr zu ermöglichen, sicher ans Ziel zu kommen. Mit Hilfe maschinellen Lernens gleicht der Flugroboter das eigene Bild mit Satellitenbildern ab. Das Problem? Satellitenbilder werden meist bei gutem Wetter aufgenommen. Der Drohne beizubringen, die Umgebungsbilder auch bei schlechtem Wetter wiederzuerkennen, ist eine Herausforderung. Die Technologie könnte in der Logistik, bei Organtransporten oder in Katastrophengebieten von großem Nutzen sein. Aber sind Sicherheit und Zuverlässigkeit noch gewährleistet, wenn Roboter selbstständig agieren? Ein Ziel von meiner Forschung ist es, zum Beispiel das maschinelle Lernen in der Robotik so weit zu bringen, dass Roboter sich ganz schnell auf neue Situationen anpassen können und auch Gelerntes wiederverwenden können. Wir zum Beispiel als Menschen sind extrem gut. Musiker können, wenn sie ein Musikstück gelernt haben, davon profitieren und das nächste schneller lernen. Schölligs Team erstellt Lernmodelle, die auch mit geringem Vorwissen und kleinen Datensätzen sicher agieren und dabei ständig lernen. Die mathematische Beschreibung eines Roboterweges in unbekanntem Gelände muss Unwägbarkeiten und Unsicherheiten mit in die Gleichung einbeziehen. Je weniger über das Gelände, auf dem der Roboter fährt, oder die Beschaffenheit des Roboters selbst bekannt ist, desto konservativer muss die Gleichung sein. Anhand des Gauss-Prozesses, einem stochastischen Modell, werden alle möglichen Unsicherheiten, die den fahrenden Roboter beeinflussen könnten, dargestellt. Während der Fahrt sammelt der Geländeroboter immer mehr Daten, die hier sichtbaren Knotenpunkte, die sofort verarbeitet werden, um Unsicherheiten in Echtzeit zu minimieren. Schon nach kurzer Zeit kann der Roboter seine Geschwindigkeit erhöhen und sein Fahrverhalten anpassen. Nun wird Angela Schöllig mit ihrer Familie Toronto verlassen. Sie freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt, auf eine neue Heimat in München. An der TUM wird sie durch ihre Expertise den Bereich der Robotik einen großen Schritt nach vorne bringen und Deutschland als KI-Standort stärken. Schon früh haben Menschen Werkzeuge gebaut, die ihnen ermöglicht haben, Dinge zu tun, die sie mit ihren eigenen Händen nicht tun können. Und für mich ist die Robotik so die langfristige Fortsetzung, die uns Dinge ermöglicht, die wir sonst niemals erschaffen könnten.